gerade Dampfmaschinen. Was ist eine Dampfmaschine? Da stellen wir uns mal ganz dumm und sagen, eine Dampfmaschine, das ist eine große, runde, schwarze Frau. So. Jetzt. Zeichnen wir uns mal im Groben ein Deckelchen an. Dann schneiden den mal aus. Das ist 0,8er Kupfer. Jetzt kommen die Ecken noch ein bisschen ab. Das sollte erstmal genügen. So, jetzt habe ich hier mein Kupferrohr und hier eine Platte. Und dann habe ich hier ja mein tolles Musterteil. Das ist aus einer Gasbrennwerttherme ein altes Ersatzteil. Und da ich ja nicht alles immer wegschmeißen kann, also nicht, ich kriege immer alles erstmal nicht weggeschmissen. Das dauert immer eine Zeit lang. Und jetzt habe ich festgestellt, dass das Rohr hier direkt reinpasst. So. Und ich noch genügend Luft habe. Das Ganze ist hier unheimlich schön konisch und abgerundet und hier unten gerade, dass das theoretisch gesehen passen müsste, wenn ich das hier drauf lege, dass ich das Ding einigermaßen hier reinbekomme. Und das hoffe ich mal. Dafür muss ich jetzt aber erstmal das Teil glühend machen. Das mache ich in meiner neuen Lötstation. Das ist hier. Dann habe ich noch kaltes Wasser da. Und abkühlen.
Jetzt da drauflegen. Und das dann drüber packen. Und jetzt ist das Ganze schön weich geworden. Dann nimmt man einen Hammer. Und kloppt das einfach hier durch. Dabei einen kleinen Rand stehen lassen. So. So, jetzt noch ein wenig abschleifen, damit es ein bisschen hübscher aussieht. Das machen wir an der Bandschleifmaschine. Dann wird es darüber gestülpt. Einmal festgekloppt. Jetzt ist es glatt und gerade dran. Jetzt nehme ich meine Form wieder, setze das Ganze da auf. Also jetzt kann man das sehen. Ups, Moment. So, hier sind ja überall noch Kanten. Und jetzt kommt der Finish-Klopper. Drauflegen und zu halten. Und einmal durchkloppen. Und jetzt ist das überall dran. Eine fertige, kleine, hübsche. Und jetzt braucht man das einfach nur noch verlöten nachher. Und dann haben wir den Kessel schon fast fertig. Deckel 1. Zack. Und Deckel 2. Den mache ich da jetzt nicht oben fest drauf, dann kriege ich nachher wieder nicht mehr ab unter Umständen. Aber im Endeffekt ist das Ding nachher so. So, das sind die beiden. Jetzt wollen wir ja einen Kessel draus machen. Das heißt, das Ding muss noch auf Beine. Das kommt irgendwie später noch. Das muss ich mir noch mal überlegen, wie ich das mache. Das weiß ich noch nicht. Und dann weiß ich nicht, ob ich hier außen den Schornstein dran mache oder ob ich ihn nicht lieber hier rein mache. Und ich glaube, ich werde ihn hier einsetzen. Und das ist mein Schornstein. Der kommt hier rein, dann ist hier noch, kommt hier nachher Ventil rein und das Dampfrohr, das Dampfrohr auslässle hier irgendwo. Eine Pfeife weiß ich nicht. Oder Pfeife und Ventil gleichzeitig. Mal schauen. Und eben hier dann das Rohr so drinne, dann wird das auch nochmal heiß. Und kann auch noch mal das Wasser mit erwärmen, gleich ein bisschen höher. Ich weiß nicht, wie viel Wasser hier reinpasst, das habe ich noch gar nicht ausprobiert. Rechnen könnte man, das habe ich keine Lust zu. Oh Gott, darf ich gar nicht sagen, ne? So, und jetzt seht ihr das. Einwandfrei. Ein Kessel. Auch Bewahrungsdeckel, ne? So. Und dann so. Oder so. Mal gucken.
So, da ist das Loch. Auf der anderen Seite dürfte das andere Loch sein. Wo seid ihr denn? Seht ihr? Da. Genau passend. So, jetzt kommt ihr mal mit. Unten. Jetzt haben wir hier die beiden Löcherchen. Hier ist mein Schornstein. Bisschen angedengelt. Könnt ihr sehen, dass er da, hier ist ein bisschen raus, so dass er nicht ganz so gerade ist. Und hier unten natürlich gerade, weil da soll er ja rein. Ups. Mit etwas Gewalt. Da ist der Auspuff sozusagen. Und jetzt wird er so eingelötet. Hier bündig. Und dann guckt er hier oben raus. Jetzt muss der nur so. Und dann wird er gerade gestellt. So. Und dann muss man das nachher nur noch ausrichten, dass das alles schön gerade ist. So. Und damit ist der Kessel schon fast fertig. So, das ist nun der Kessel wieder im Rohbau sozusagen, noch nichts verlötet. Unten oben. Das Kesselhaus kommt unten hin. Da muss ich noch mal genau gucken, wie ich das mache. Sehr, sehr gut. Müssen wir noch mal gucken, dass das nachher genau gerade ist. Weiß ich noch nicht, aber das sieht eigentlich danach aus. Bevor ich verlöte, muss ich hier natürlich noch wieder Löcher reinmachen. Und das ist eben auch noch nicht ganz sicher, deswegen habe ich es auch noch nicht gemacht. Hier kommt ja eigentlich jetzt noch ein Sicherheitsventil hin. Die Dampfauslassleitung, die nachher hier irgendwie nach hinten rausgeht zur Maschine. Weil im Endeffekt sitzt das nachher so. Die Maschine soll nachher hier sitzen. Und irgendwie so. Hier wird befeuert. Hier kommt unten Dampfauslass. Geht hier hin, runter und in die Maschine. Irgendwie so in der Richtung, hoffe ich, wird das passieren. Das Ganze ist ja noch ein bisschen höher, weil da ja noch unten der Sockel reinkommt, wo nachher unten die Befeuerung ist. Bei der Befeuerung bin ich mir auch noch nicht ganz sicher. Nehme ich nun wieder Esprit oder ob ich hier sogar noch einen Gasbrenner baue. Da bin ich mir noch nicht ganz sicher. Da muss ich mal ein paar Experimente machen. Ob ich das hinbekommen würde mit dem Gasbrenner, das hier wäre natürlich etwas lieber. Irgendwo muss ja dann auch noch Ventil hin. Wie gesagt, hier Sicherheitsventil. Dampfdruckventil muss hier ja auch irgendwo noch hin, damit ich nachher die Geschwindigkeit der Maschine steuern kann. Die Umsteuerung hat die Maschine ja selbst. Da muss man dann auch mal gucken, wie man das am besten mit irgendeinem Servo oder so betreiben kann nachher und halten kann. Und eine Wassereinlass muss das Teil ja auch noch haben. Es wird keine Speisepumpe hier angeschlossen, dass das Ding wieder vollgespeist wird. Das mache ich nicht, sondern irgendwo ist eine Öffnung. Da wird eben halt das Wasser reingefüllt in diesen Kessel. In diesen Kessel passen ca. 350 Milliliter Wasser nachher rein. Das sollte wohl erstmal reichen für ein paar Minuten Fahrt. Und länger werden wohl auch wird auch der Brennstoff wohl nicht reichen. Kommt ja eben darauf an, was ich da mache. Aber eben irgendwie in der Richtung wird es wohl nachher aussehen.
Ja, das war's dann. Wer es noch nicht gemacht hat und Lust hat, weiter zu schauen oder weitere Videos von mir zu schauen, der darf jetzt den Abo-Button noch eben drücken und die Glocke aktivieren. Dann wird nichts mehr verpasst. Ansonsten bleibt mir nichts mehr weiter zu sagen als schönen Dank fürs Reinschauen. Bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Ciao, eure Allrounderin.